Oder kurz formuliert, wie konnte es überhaupt so ein Bewusstsein zulassen und es nicht sofort wieder auslöschen? Das erkennt, dass es nur dieses einzige Dings da in seiner Ausgedehntheit und Begrenztheit mit seiner einzigen Chance gibt. Und wie das hinter den Schönheitskulissen entstehen gemacht wird und sogar wieder ausgelöscht wird, was als Erkenntnis dem Wiederholungsprozess, dem Ungehemmten ziemlich im Wege steht. Wieso also dieses Erblicken von diesen Theriotes hinter den Schönheitskulissen, dieses Erblicken von vergänglicher Leib-Fleischlich-Zeitlichkeit und all den anderen Prozessen, die in ihrer Absurdität und Paradoxie so undenkbar bleiben, dass sie eben nicht gedacht werden, sondern sofort dem Vergessen zugeschoben werden.